Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir gemeinsam Kerzenständer aus Ton für zu Hause. Und zwar das Ganze funktioniert ohne Brennen, nur mit Lufttrocknen, ist super einfach und macht noch dazu Spaß. Also starten wir. Und das ist auch schon alles, was wir heute brauchen. Wir haben hier einen Softton, das ist mein absoluter Lieblingston, mit dem habe ich bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht. Wir haben hier zwei Gefäße, die wir quasi die Größe unserer Kerzenstände bestimmen. Ich habe hier einmal ein etwas größeres und einmal ein etwas kleineres, rundes. Hier habe ich noch zwei Werkzeuge. Das ist halt perfekt zum etwas ausschneiden oder einfach irgendwelche Muster in den Ton zu machen. Wir haben hier noch eine Kerze, die ich natürlich als Maß verwenden werde. Einen Maßstab, damit ich das Ganze auch genau abmessen kann. Eine Flasche, da ich keinen Nudelwalzer habe, permanent, nehme ich hier einfach diese Flasche. Hier haben wir noch etwas Wasser zum Bearbeiten und hier noch einen Faden, mit dem ich, da ich kein Maßband habe, die Kerze abmessen werde. Okay, zuallererst schneiden wir uns hier ein Stück Ton ab. Jetzt wird das Ganze einfach aufgerollt. Übrigens mache ich das immer auf Backpapier, da das Ganze nicht so leicht anklebt und besser bearbeitbar ist. Als nächstes nehme ich eines meiner Gefäße und werde das einfach ausschneiden. Dicker, das könnt ihr, je nachdem wie dick ihr das haben wollt, könnt ihr das machen. Jetzt haben wir quasi schon unseren für den Kerzenständer, den lege ich erstmal zur Seite. Als nächstes nehme ich den Rest, den wir noch hier haben und knete das einmal. Diesen werde ich jetzt einfach auch nochmal ausrollen. Das Ganze ist jetzt eine Spur dünner geworden als der Boden. Jetzt nehme ich meine Kerze und misse, wie dick diese ist. Wir haben hier 8 cm. Ich werde das jetzt aber ein bisschen länger machen. Schneide das durch. Jetzt können wir noch schauen, wie hoch wir das Ganze haben wollen. Ihr müsst wissen, ich mache das eher immer grob, da ich ein Fan von diesem Handmade, Homemade-Look bin, so dieses Unperfekte, Perfekte. Misse ich jetzt einfach nochmal bei der Kerze nach. Nun werden wir das Ganze noch ein Stückchen größer machen. Wir cutten das Ganze jetzt schief ab. Damit wir das jetzt zusammenrollen können und wir eine Fläche haben, wo das drauf liegt, cutten wir auch diesen Teil noch. Damit kann man das jetzt super quasi miteinander verbinden. Damit das Ganze jetzt aber noch besser hält, nehmen wir unser Werkzeug und machen lauter kleine Einstiche rein. Genauso wie auf der anderen Seite. Bevor wir jetzt weitermachen, geben wir etwas von unserem Restton in das Wasser und lösen es quasi im Wasser auf, sodass wir zu aufgelöstes Tonwasser haben. Jetzt werden wir dieses Wasser hier ein bisschen auf die Verbindungsstelle geben, das Ganze zusammenrollen. Noch verbinden, damit wir schöne Übergänge haben. Genauso gut auf der Innenseite. Das könnt ihr mit dem Finger machen oder wie ich mit einem kleinen Werkzeug. Und schön ist unser kleines Kerzenstück fertig. Das legen wir jetzt erstmal kurz zur Seite. So, als nächsten Schritt nehmen wir unsere Kerzenständerunterplatte und Teil für die Kerze, das wir für oben gemacht haben. Und jetzt genau wieder dasselbe Spiel. Wir reiben die Unterseite quasi auf. Dasselbe machen wir auf unserem Kerzenständer. Dazu markiere ich mir hier die 4 Punkte, wo das Ganze hinkommen soll, außen und innen. Und in diesen Zwischenräumen werden wir das Ganze jetzt auch etwas aufrauen, damit das Ganze später natürlich auch hält. Jetzt nehmen wir wieder unser Tonwasser. Genauso wie etwas Wasser auf unsere Platte. Nun machen wir das, stellen wir das einfach drauf und werden das mit unserem Werkzeug noch etwas verbinden. Jetzt kann man hier auch noch alle anderen
Sachen etwas ausbessern. Dazu gibt man sich einfach Wasser auf die Finger und verreibt das Ganze. So, und sobald es fertig ist, kommt das Ganze jetzt zum Trocknen. Das sind jetzt alle Kerzenständer, die ich heute gemacht habe. Ich habe zwei so ganz simple gemacht, einen mit Muster und einen doppelten. Das Ganze wird jetzt an einen trockenen, warmen Schattingplatz gestellt. Nur nicht in die pralle Sonne stellen, weil sonst bekommt das Ganze Risse. Das Ganze jetzt für 3 bis 7 Tage trocknen, je nachdem wie dick eure Kerzenständer geworden sind. Wir sehen uns dann beim Bemalen. So sieht das Ganze jetzt aus, wenn das trocken ist. Der Ton ist leicht hellgrau geworden. Jetzt sind sie fertig zum Bemalen. Dazu nehme ich Acrylfarbe. Der Grund, warum ich Acrylfarbe nehme, ist der, dass die Farbe einfach sehr deckend ist und schnell trocknet. Zuallererst machen wir mal die Grundierung von unseren Stücken. Dazu bestreichen wir sie einfach in der Farbe, in der wir sie wollen. Übrigens, wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze noch mit dem Schleifpapier abschleifen, damit es auch wirklich schöne Kanten und ja, schöne Übergänge sind. Aber wie gesagt, ich mag es lieber unperfekt, aber je nachdem, wie ihr das lieber habt. Ich habe die Kerzenständer jetzt von beiden Seiten bemalt und trocknen gelassen. Damit das beim Spritzen jetzt nicht zu dreckig wird, habe ich beschlossen, das in der Badewanne zu machen. Dazu habe ich jetzt einfach die blaue Farbe mit etwas Wasser vermischt, damit das Ganze nicht zu dick ist. Jetzt werde ich das einfach auf die Kerzenstände spritzen. So sieht das Ganze jetzt aus. Das lasse ich jetzt einfach über Nacht trocknen. Und nicht erschrecken, das Ganze ist nur Acrylfarbe und geht ganz easy cheesy zum Putzen. 24 Stunden später sieht das Ganze so aus. Es ist jetzt alles getrocknet und fertig zum Glasieren. Wir kommen jetzt auch schon zum letzten und einfachsten Schritt dazu. Bestreichen wir unsere Kerzenständer noch mit Tondicht. Dadurch wird der Ton wasserdicht und man kann die Kerzenständer auch super mit Wasser abwischen. Jedoch würde ich sie nicht in den Geschirrspüler geben. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber glaube, dass es dafür zu wenig dicht ist. Aber ihr könnt es gerne ausprobieren. Ich mache das Ganze immer so, dass ich zuerst die Oberfläche bestreiche, diese dann 6 Stunden trocknen lasse und dann die Unterseite bestreiche und das ebenfalls nochmal 6 Stunden trocknen lasse.